Herzlich willkommen zum Podcast Es ist dein Geld von und mit Jens Mehrkötter. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit dem Podcast, bei dem Finanzen nicht nur trockene Zahlen sind. Wir durchleuchten die Welt der Geldanlage, sparen und investieren auf unterhaltsame Art und Weise. Du hast uns vermisst? Ab jetzt erwarten dich jeden zweiten Dienstag des Monats neue Folgen. Also, sei dabei. Ja, hallo, der Sommer ist demnächst dann anscheinend doch vorbei. Wir haben es jetzt den 10. Oktober und gestern war der erste Tag, wo es wirklich ein bisschen herbstlich war. Und es wird Zeit, dass der Podcast Es ist dein Geld wieder online geht. Ein bisschen Vorgeschmack mit dem neuen Intro, ein wenig vom neuen Intro, mit der Ankündigung, dass es wieder losgeht. Und eine Aufnahme, die schon ein bisschen zurückliegt, mit der Paula Cecil, die jetzt eben kommt. Eine sehr faszinierende Persönlichkeit mit schwedischer Herkunft, die ein völlig anderes Geldgefühl hat, als wir es hier in Österreich kennen. Ich wünsche viel Spaß mit Es ist dein Geld und dem Interview mit der Paula Cecil. Ja, liebe Paula, du bist gebürtige Schwedin und das hat einen so guten Grund oder einen guten Grund, dass ich dich eingeladen habe. Danke für die Einladung. Freue mich, da zu sein. Ja, liebe Paula, es ist ja so, dass wir in Österreich und in Deutschland ein bisschen eine andere Situation haben, was den Zugang der Menschen zu den Finanzen, zur finanziellen Intelligenz betrifft. Das habe ich in einigen meiner Folgen schon öfters immer wieder erwähnt. Und das hat seinen Grund und ich möchte mit dir erörtern, wo denn diese Unterschiede liegen. Warum ist in den skandinavischen Ländern die finanzielle Intelligenz anders gelagert als eben zum Beispiel bei uns? Doch zuerst stelle ich doch bitte einmal vor. Also ich bin in Stockholm geboren, kam mit 24 nach Wien, konnte kein einziges Wort Deutsch, habe ich das mühsam erlernt und war 11 Jahre in einer Bank tätig, in einer Großbank und bin jetzt seit 2021 selbstständig und mache verschiedene Dinge. Ja, und in der Bank warst du damals sehr erfolgreich. Ich war im Verkauf sehr erfolgreich. Ich glaube, weil ich einfach Menschen mag. Ich glaube, Verkauf ist zu einem den Mensch zu mögen und Begegnungen zu schätzen und verschiedene Kulturen, verschiedene Altersgruppen. Ja, du warst sehr erfolgreich im Verkauf, hast du mir erzählt und du hast auch gesagt, das hängt stark auch damit zusammen, dass du einfach Menschen magst. Vielleicht erzählst du mir einmal deine Vorgehensweise, warum du so erfolgreich warst und wie sich das Ganze dann eben entwickelt hat und wie der Unterschied ist zu Schweden, dem der Herangehensweise zu den Finanzen im Vergleich zu unseren Breitengraden? Ja, die Kultur ist generell unterschiedlich, das ist ganz klar, obwohl das jetzt nicht so weit auseinander ist. Aber Skandinavien hat eine ganz andere Denkweise, glaube ich. Man wächst auf mit dem Glaube an sich in erster Linie, dass man auf die Stärken sich konzentriert, schon von klein auf. Die Lehrer sagen zum Beispiel nicht oft, das hast du schlecht gemacht, sondern die sagen, das hast du sehr gut gemacht und dort machen wir weiter und da schauen wir, dass wir ein bisschen aufbessern. Was ich da erlebt habe in Österreich mit dem Bildungssystem ist es anders. Da wird eher geschaut, dass wo man schwach ist und die Schwächen sozusagen auszubessern und ich halte davon wenig, weil ich glaube, jeder Mensch kommt auf die Welt mit gewissen Gaben. Verschiedene Gaben und natürlich kann man gewisse Dinge erlernen, aber wirklich gut kann man nur dann werden, wenn man etwas mit Leidenschaft macht. Ja, das Thema Leidenschaft ist vermutlich auch genau das Thema, warum es funktioniert hat. Zudem hast du auch erzählt, dass einfach die Herangehensweise schon im Schulalter anders ist. Es wird in Schweden nicht auf die Schwächen hingewiesen, sondern es werden die Stärken gefördert und eben nicht immer draufgehauen, wenn irgendein Fehler gemacht wurde. Ich denke, dass das damit zu tun hat, Schweden hat seit über 200 Jahren keinen Krieg erlebt. Und Kriege sitzen, wie wir wissen, in Generationen danach, ja, weil man einfach sehr viel Leid und erlebt hat.
Und das ist sicher ein Thema. Es gibt sicher eine Gesellschaft, ist immer ein Puzzle von vielen, vielen Teilen. Aber man sagt ja, man kann sich erst dann über die Persönlichkeitsentwicklung sich Gedanken machen, wenn alle anderen Sachen und Sorgen gedeckt sind. Und es könnte eine Sache sein, warum Schweden in alles, was Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen voran sind. Also ich bin persönlich aufgewachsen mit meiner Lieblingsautorin, das ist Astrid Lindgren mit Pippi Langstrumpf in der 80er Jahren. Und das war für mich, ich war in der Kinopremiere damals, bei der Pippi Langstrumpf-Premiere, und ich habe das immer geliebt. Und dort war immer auch dieses Frauenthema, ja, die in Österreich jetzt erst die letzten Jahre gekommen sind, ist dort schon seit meiner Kindheit praktiziert worden. Da gibt es auch Gesetze, dass gewisse Frauenquote sein soll. Es ist auch keine Ausnahme, wenn ein Mann zu Hause bleibt mit den Kindern, so wie die. Also da gibt es viele Dinge, die anders sind. Jetzt werden mich vielleicht einige rügen, wenn ich das so erwähne. Die ganze Erziehung können natürlich die Lehrerinnen und Lehrer nicht übernehmen. Aber die Bildungsarbeit, die ist einfach aufgrund der Vorgaben gar nicht besser zu machen. Somit haben jetzt die Lehrerinnen und Lehrer keine Schuld, sondern es geht einfach um das ganze System, was wir hier haben. Und es betrifft eben auch das Thema Zugang zu den Finanzen. Wie siehst du das? Wie ist denn das jetzt in Schweden? Also ich habe ja schon einiges gehört von dir und ich bin eben überzeugt, dass man sich doch einiges abschauen könnte, oder? Also der Zugang zu Geld ist sicher anders. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war es überhaupt keine Ausnahme, dass man gesagt hat, ich mache eine persönliche Altersvorsorge und das mit Aktien oder mit Fonds. Das war in Schweden, also auch wenn man heute hinschaut, die Aktienquote viel höher als in Österreich. Ich glaube, in Österreich ist man eher skeptisch Aktien und Fonds gegenüber als in Skandinavien. Das ist ein ganz normales Thema. Und auch schon seit vielen, vielen Jahren gibt es keinen Sparbücher in Schweden mehr. Ja, also nein. In Österreich existieren sie noch immer. Also ich glaube, dass die ganze, man ist positiv eingestellt. Man weiß, dass man weniger bekommen wird von der Staat. Das haben wir gelernt schon in der Schule, dass man höchstwahrscheinlich nicht davon leben kann oder sehr schlecht davon leben kann. Und ja, also in diesem Thema, glaube ich, ist Skandinavien oder Schweden ein paar Schritte voraus. Auch was das Zahlungsverkehr in Skandinavien. Ich will nie vergessen, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 23 und als er kleiner war, hat da bekommen von meiner Mutter ein Sparschwein und der hat zu mir damals gesagt, Mama, können wir das zur Bank gehen und das einlösen? Und ich habe gesagt, klar, das machen wir und wir sind in der Stadt gegangen und mir ist das erste Mal aufgefallen, es gibt in Schweden keine Banken oder ich sehe keine Banken, wo sind die Banken? Ja. Man verwendet erstens einmal gar kein Geld, ja, also Bargeld wird nicht verwendet. Und dann haben wir eine Bank gefunden und da sind wir dann reingegangen und sind dann zum Schalter gegangen und sagten, wir würden das gern jetzt einwechseln. Und sie schaut mich an, als wäre ich von einem anderen Planeten. Und ich sage, wir nehmen seit Jahren keine Münzen mehr. Und ich habe gesagt, okay, und was mache ich jetzt mit meinem Geld? Und sie hat gesagt, na, die einzige Möglichkeit ist die Nationalbank. Und dann sind wir zur Nationalbank gegangen mit den Sparschweinen und haben das Geld abgehoben. Also auch da siehst du einen Riesenunterschied zu Österreich. Auch Bargeld wird nicht mehr angenommen. Also das früher sind gestanden zu Zetteln, wir nehmen kein Bargeld. Aber das gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr, weil das ist eine Selbstverständlichkeit, dass kein Bargeld genommen wird. Also vor ein paar Jahren habe ich am Flughafen 2000 Kronen abgehoben, das ist ungefähr 200 Euro, und wollte meine Freundin dann zum Mittagessen einladen. Und ich war 5 Tage in Stockholm und habe das Geld nirgends loswerden können. Jetzt vielleicht zu einem anderen Projekt von dir. Du hast erzählt, du bist ja ein quasi Fan immer schon von Astrid Lindgren, eine Buchautorin, die vermutlich jeder kennen wird. Und auch du bist eine Buchautorin von einem Buch und ein zweites ist meines Wissens gerade im Entstehen. Vielleicht magst du darüber noch ein wenig was erzählen?
Mein erstes Buch ist ein Roman, der heißt Der blaue Peter. Der blaue Peter ist eine Fahne in der Schiffsfahrt. Die wird gehisst 24 Stunden, bevor ein Schiff den Hafen verlässt und bedeutet sozusagen alle Mann an Bord. Und für mich war das ein Metaphor für Aufbruch. Deswegen habe ich diesen Titel gewählt. Und Der blaue Peter habe ich geschrieben 2021, weil ich eine Geschichte gehabt habe im Kopf und unbedingt das loswerden wollte. Na, eigentlich gar nicht. Ich dachte auch nie, dass ich ein Buch schreibe, weil mein Deutsch auch nicht so perfekt ist. Aber ich komme aus einer journalistischen Familie, das heißt, Schreiben habe ich mitbekommen, schon von klein auf. Aber gerade dieses Buch oder Der blaue Peter ist, glaube ich, vermischt mit Erlebnissen von mir und mit einer Story sozusagen. Ja. Es geht um eine Frau, die aufwacht auf einem Strand und nicht mehr weiß, wer sie ist. Und genau das gleiche Erlebnis habe ich nämlich gehabt in meiner Jugend, weil ich hatte einen Autounfall und bin am Kopf geflogen und habe einen Erinnerungsverlust gehabt. Und bin aufgewacht damals im Spital und habe nur diese Krankenhausröhre gesehen und lauter Ärzte um mich. Und ich wusste meinen Namen, aber ich hatte keine Ahnung, was passiert ist. Und dieses Gefühl war angenehm. Aus einem Grund, weil ich begonnen habe, nur mehr nach vorne zu schauen und nicht mehr nach hinten. Und weil oft ist es so, Jens, dass unsere Probleme liegen in der Vergangenheit. Weil wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir heute? Du hast genug gegessen, du hast Kleidung, du hast ein Zuhause. In Wahrheit hast du keine Probleme, aber die Probleme sind die, die man mitgeschleppt hat aus der Vergangenheit. Und das war für mich ein befreiendes Gefühl, weil jeder hat Mitleid mit mir gehabt. Du kannst dir nichts erinnern. Und ich sagte, ja, das ist super. Weil jetzt beginnt meine Geschichte neu und ich kann neu aussuchen, wer möchte ich sein. Und dieses Gefühl, glaube ich, habe ich mein Leben lang mitgenommen, dorthin zu gehen, wo mein Herz sagt, dort möchte ich hin. Ja, also sinnvollerweise nicht in der Vergangenheit zu leben, sondern im Hier und Jetzt oder wenn schon, dann zumindest in die Zukunft denken. Das ist dann auch irgendwo das Erfolgsrezept, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, ist das soweit richtig? Natürlich hat man Tage, wo man sagt, okay, da läuft es nicht so gut. Aber diese Tage hole ich dieses Gefühl wieder und sage, ich schaue nicht mehr zurück, weil ich kann das, was war, sowieso nicht mehr verändern. Ich kann nur das verändern, was morgen sein wird. Und ich steuere mein Leben selber. Ich hieße meine Segeln und dort segle ich hin. Und dieses Bild habe ich immer von mir und deshalb habe ich damals das Buch geschrieben. Und es geht um die Hauptfigur Sophia und ihr geht es ähnlich damals, und also im Roman. Und sie hat keine Ahnung, wer sie ist und sie geht einfach drauf los, weil sie verletzt ist und muss Verbindungen zu anderen schaffen. Ja? Und sie trifft auf verschiedene Charaktere, die auch ihre Probleme haben. Aber etwas haben sie gemeinsam. Ja? Und die Sophia durch ihre... dass sie immer in der Zukunft blickt, stecken auch die anderen ab irgendwie und ja. Ja, wo erhält man das Buch? Auf alle üblichen Plattformen kann man kaufen. Ja, in dem Team, in dem ich eben tätig bin, da haben wir eben auch das große Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe jetzt im Zusammenhang dessen immer wieder Menschen kennengelernt, die genau da festhalten an der Vergangenheit, gefangen sind in der Vergangenheit und denen geht es auch sehr oft nicht sonderlich gut. Also gibt es da durchaus einen sehr konkreten Zusammenhang. Ja, ich glaube, man lernt aus der Vergangenheit, ja, weil wir haben alle eine Vergangenheit, ja, und die nimmt man mit und das ist auch gut so. Und ich denke aber, dass das auch so bleibt, also es dürfte nicht überhand nehmen, ja, die Vergangenheit mitnehmen, wenn man fällt, dann steht man wieder auf und dann probiert man es wieder. Ja. Und ich, weil du gefragt hast, was ist meine Erfolgsrezept, meine persönliche, ich glaube, ich habe nicht so sehr Angst, um hinzufallen. Mhm.
Weil ich bin mehrere Mal hingefallen. Ja, und ich weiß, ich habe ein Vertrauen in mir, dass ich wieder aufstehe. Das gehört zum Leben und ich sehe immer so ein kleines Kind, der aufsteht und versucht zu gehen. Keiner ist aufgestanden und ist nie hingefallen. Ja, das beginnt schon von Geburt an. Und jede Entwicklungsstufe, die weitergeht, ja, das Wichtigste ist, glaube ich, heutzutage die Kinder zu ermutigen. Ja, und sie nicht zu urteilen, wie oft sie hingefallen sind, sondern anzufeuern, wie oft sie aufstehen. Ja, dazu passt auch ganz gut ein Spruch von einem Kollegen von mir, den er so als Slogan immer nimmt. Und der heißt, sei ein Ermutiger, denn Kritiker hat die Welt schon genug. Ja, dieser Spruch ist schön. Ich sehe das genauso. Ich glaube, wenn ich strahle, dann bekommst du von meinen Strahlen und umgekehrt genauso. Und ich bin ein Riesenfan davon, von genau das, was du sagst, Jens. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man Menschen mitnimmt, das, was ich kann, dass ich das anderen lerne und mich freue für die Erfolge, die andere haben. Also das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, weil dann lerne ich etwas. Ich kann ja abschauen, du kannst etwas, was ich nicht kann und ich kann etwas, was du nicht kannst. Und das ist wunderbar, solange wir voneinander lernen. Ja. Wie siehst denn du das Thema der Neidgesellschaft? Also ich kenne es noch sehr stark aus der Vergangenheit als Angestellter. Da ging es immer darum, was hat denn der neben mir, der über mir alles schon erreicht und wo kann ich da angreifen, damit ich ihm den Job wegnehme und ich den dafür bekomme. Also sprich, das Sesselsägen war ja damals sehr in. Ich habe auf der anderen Seite das Gefühl, es hat sich gebessert. Also ich habe eine 24-jährige Tochter, du hast einen ähnlich alten oder jungen Sohn. Und hier habe ich das Feeling, dass sich das schon so langsam ein wenig dreht. Ich glaube schon, dass es besser ist. Aber höchstwahrscheinlich, weil sie anders aufgewachsen sind, nicht mit den gleichen Problemen, die vor 50 Jahren geherrscht haben. Weil vor 50 Jahren hat man auf sich schauen müssen und nicht so sehr auf die anderen, weil man kam aus einem Krieg und aus Schwierigkeiten. Und heutzutage ist es nicht, wir leben in einer anderen Gesellschaft. Also als du das jetzt gesagt hast, ich habe meinen Sohn immer so aufgewachsen, wenn du etwas hast, das hat schon begonnen in der Sandkiste und es kam ein anderes Kind und wollte mitspielen, ja, dann musst du mit deinen Sachen teilen, ja, weil sonst wird keiner mit dir spielen wollen. Und ich denke, dass die Gesellschaft sich schon geändert hat. Also ich spüre das, weil unlängst bin ich 50 geworden. Und dann habe ich mir gedacht, ein halbes Jahrhundert. Und natürlich tun sich viele Sachen in 50 Jahren. Ja, also wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, das war ganz anders. Hier vielleicht noch einmal zu deinen Büchern. Du schreibst jetzt eben an einem zweiten Buch. Was ist oder was wird der Inhalt des Buches sein? Ich schreibe jetzt ein Sachbuch. Das ist kein Roman. Es ist ein Sachbuch über das, was ich aktuell auch tue. Ich habe seit gestern einen zweiten Firma eröffnet. Und zwar biete ich Sales Trainings an mit den Schwerpunkten Personal Branding, Storytelling und Empfehlungen an Banken und Versicherungen, an die Vertriebsmitarbeiter. Und darüber schreibe ich ein Sachbuch. Ja, wann wird das fertig sein oder was ist geplant, wann es fertig ist? Geplant ist es auf jeden Fall, dass ich heuer fertig werde. Ein Sachbuch ist ein bisschen einfacher zu schreiben als ein Roman, weil ein Roman muss Zusammenhänge, es muss eine gewisse Dramaturgie und es muss die Geschichte spannend sein und so. Ein Sachbuch dauert nicht so lange. Da kommt vielleicht zu deinem Business-Fokus oder deinem anderen Business-Fokus, weil du meinst, du hast eine neue Firma gegründet. Denn darüber haben wir uns in Wirklichkeit auch kennengelernt. Du hast ein Unternehmen mit einem Partner, das nennt sich Vocodea und da geht es in weiterer Folge um Empfehlungsmarketing. Kannst du einmal ein wenig Näheres dazu sagen und auch erläutern, wie das Ganze entstanden ist? Ja, ich habe den Markus 2016 kennengelernt in der Bank. Und es war 2016 und ich saß im Büro und habe wieder mal eine Verlassenschaft abgewickelt und habe mir dabei gedacht, irgendwie arg, bei mir werden die Kunden immer weniger und neuen kommen kann keine dazu. Ja. Und ich habe zur Tür geschaut und in dem Moment sehe ich einen Mann in der Tür reingehen mit einer Krawatte und einem schönen Anzug, aber es war leider kein Neukunde, sondern es war damals der Markus Nagel. So habe ich ihn kennengelernt, das war mein neuer Chef
Und der hat eine Liste rausgezogen und hat gesagt, liebe Frau Zezil, ich habe das beobachtet, gerade hier am Standort werden die Kunden immer weniger, warum kommen keine neuen Kunden dazu? Und ich habe gesagt, das ist eine sehr gute Frage, die habe ich heute in der Früh nämlich auch gestellt. Und wir haben überlegt, was könnte man da tun? Ja? Und haben begonnen, Flyer des Monats auszuteilen. Jeden Kunden haben wir eine Visitenkarte mitgegeben, mit einem Zwinkern, wenn sie mit mir zufrieden sind, dann empfehlen sie mir doch weiter. Und jeder sagt, ja, ich bin sehr zufrieden. Und dann haben wir mal beobachten, wie die Kunden bis zur Filiale praktisch den Flyer und teilweise auch meine Visitenkarte in den Mistkübel geschmissen. Also es war nicht sehr erfolgreich. Bis eines Tages ich einen Anruf bekommen habe von einer sehr netten Dame, die hat zu mir gesagt, eine gute Kundin, liebe Frau Zezil, Sie haben mich letztens gebeten, ich soll Sie doch weiterempfehlen und das tue ich auch und habe das auch gemacht und jetzt sitze ich gerade im Auto und bin am Weg zu meiner Freundin, aber die Visitenkarte habe ich leider zu Hause am Küchentisch liegen lassen. Seien Sie lieb, können Sie mir da nicht irgendetwas am Handy schicken, wo Ihre Kontaktdaten drin sind, wo Sie ein bisschen was schreiben, was Sie anbieten. Und ich habe mir damals gedacht, schade, sowas haben wir eigentlich nicht in der Bank mit einem Foto von mir und was ich anbiete. Und bin aber damals wieder von einem Word-Dokument gesessen und habe einfach ein neues Word-Dokument aufgemacht und habe ein Foto von mir hineingefügt, ein bisschen Text und ein Empfehlungsschreiben. Und das habe ich ihr damals per SMS geschickt. Und am nächsten Tag habe ich einen Anruf von meiner Dame bekommen und ich sagte damals, das finde ich so nett, ich habe so ein Empfehlungsschreiben von Ihnen bekommen, danke vielmals, ich bin bei vielen Banken, aber sowas Persönliches habe ich noch nie bekommen von meiner Bank. Und könnten wir uns einen Termin ausmachen, weil ich habe ein bisschen Geld übrig und das würde ich gern veranlagen. Und so bin ich zu die Neukundin gekommen, aber das Beste war damals, ich bin auch zu ihrer Tochter gekommen, zu Enkelkindern und so habe ich sukzessiv den Kundenstock, den ich hatte, verjüngert, ja, und Neukunden aufgebaut. Und das war sicher einer die Erfolgsgeschichte, die ich damals im Verkauf hatte. Ich habe immer geschaut, dass ich zu Empfehlungen von den Stammkunden, die ich hatte, und bekomme. Das war dann also der Schlüsselmoment, ein solches Unternehmen zu gründen, was sich auf Empfehlungsmarketing spezialisiert? Das war die Geburtsstunde von Vocadea. Und für mich persönlich habe ich zwei Sachen mitgenommen aus dieser Zeit. Und das erste ist, wie wichtig mein Personal Brand ist für die Bank, weil die Kunden kommen gerne zu mir, das habe ich damals verstanden. Und die zweite Sache ist, Kunden empfehlen gerne weiter, aber es muss einfach gehen. Und Vocadea, die wir dann gegründet haben, geht sehr einfach. Das ist digital und es geht auf Knopfdruck. Also wir sind spezialisiert auf Banken und Versicherungen, weil wir aus dieser Branche kommen und wir kennen die Herausforderungen und somit haben wir gesagt, wir konzentrieren uns am Anfang nur auf Banken und Versicherungen. Und dann biete ich praktisch mit meiner Sales-Firma auch Trainings für die Vertriebsmitarbeiter an. Ja, vielen Dank. Es hat mich echt sehr gefreut, dass wir uns jetzt mal wiedergesehen haben, auch persönlich. Du bist doch sehr umtriebig. Danke für die ganzen Informationen und für diese spannenden Aufgaben, die du schon hinter dir hast und für die spannenden Aufgaben, die du noch vor dir hast. Danke für die Einladung, Jens. Hat mich auch sehr gefreut.